Es ist Samstag, meine lieben Freunde. Es ist Reaction Saturday. Es ist Reaction Saturday. Es ist Reaction Saturday. Was schauen wir uns heute an? Was geht ab, Guys, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Reaction Saturday, heute am Samstag. Ich nehme das Ganze hier Samstagvormittag auf und wir haben uns heute wieder hier versammelt, weil wir uns gemeinsam Speedruns angucken wollen und heute zu einem Spiel, von dem ich nicht wusste, dass es Speedruns gibt. Aufmerksam wurde ich über jemanden, der mich auf Discord kontaktiert hat und meinte, hey Meister, schau dir doch mal Fall Guys Speedruns an. Die sind krasser, als man denkt, und ich dachte mir so, meh, Fall Guys, really im Reaction Saturday, naja. Schauen wir uns das Ganze doch mal an. Ich will ja offen für Neues sein. Und dann finde ich das Video Insane Fall Guys Speedruns, schaue mir die ersten 20 Sekunden an und mir war klar, alles klar. Diesen Samstag Reaction Saturday. Dementsprechend wünsche ich euch heute ganz viel Spaß mit den heftigsten Fall Guys Speedruns und meine Reaktion dazu. Und ich habe so ein Nostalgiegefühl, endlich mal wieder hier zu sitzen, gemeinsam mit euch ein Reaction Saturday aufzunehmen. Ein Daumen nach oben wäre ganz lieb. Für die Credits, hochgeladen wurde es auf dem Kanal Fall Guys Skins. Ich glaube, das ist ein Fan-Account. Das ist, glaube ich, kein offizieller Fall Guys Account. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich weiß es nicht. Und wir schauen uns heute Part 1 und dann auch noch Part 2 an, Freunde. Das heißt, wir haben heute auch wieder eine ordentliche Länge, die wir uns hier angucken können. Und wir starten einfach rein. Das sind Speedruns, glaube ich, auf jeder Strecke bzw. auf jeder Map, die existiert. Und natürlich versuchen die Spieler so schnell wie möglich vom Start zum Ziel zu kommen. Und auf dieser Map, wo man ja immer herausfinden muss, welcher Fußboden der richtige ist, kann ich mir jetzt schon mal nicht vorstellen, wie ein Speedrun funktioniert. Soll. Wir gehen rein, meine lieben Freunde. So, er schaut sich erstmal ein bisschen an, was passiert. Na, er sagt sich so, okay, meine Kollegen, wir machen das. Da unten ist ein Hammer? Da unten ist ein Hammer? No way. Als ob da unten ein Hammer ist. Ist der immer da? Oha, okay, okay. So. Die Map kommt sehr häufig. Wir versuchen natürlich auch immer was dabei zu lernen. Das bedeutet, am Anfang versuchen wir erstmal nur zu laufen, nicht zu hüpfen. So, genau. Und hier mogelt er sich jetzt, glaube ich, irgendwie in diesen Kugeln vorbei. Das wurde mir auch mal in den Chat geschrieben. Ich glaube, da muss man so diven, um da unten durchzupassen. Genau, das kann man sich definitiv angucken. Man muss auf dem Boden liegen, dann kann nämlich die Kugel entspannt über einen drüber rollen. So, wir bleiben wieder weiter auf dem Boden. Natürlich folgen wir diesen Ringelplattformen in ihre Bewegungsrichtung. Das ist ganz klar. Hier ist es noch nicht so viel los. Ach, und da vorne ist auch schon wieder der Hammer, Freunde. Ich bin mir relativ sicher, dass wir heute einige Hammerschläge sehen werden. Sehr smooth. Auf der einen oder anderen Map habe ich so ein... Wie ist diese Melone an ihm vorbeigekommen? Auf der einen oder anderen Hammer-Map habe ich es auch schon mal geschafft, mich schön schleudern zu lassen. Gerade auf der, wo das Fließband so nach unten geht, immer mit Obst beschossen wird. So, und die Map mag ich nicht. Diese Map hasse ich, die geht mir voll auf den Sack. Ihr habt mir aber gesagt, dass man auf dieser Map auf gar keinen Fall diese Teile irgendwie bewegen muss. Normalerweise kann man diese Blöcke ja verschieben, aber muss man wohl nicht, weil die wohl immer passend stehen, dass man es nicht tun muss. Ich glaube aber tatsächlich, bei dem Playthrough, den ich gemacht habe, waren keine Ventilatoren da oben dabei. Weil, das ist ja auch etwas, was viele nicht wissen, jede Map gibt es ja auch nochmal in, keine Ahnung, 5 bis 10 verschiedenen Varianten, wo sich nur Kleinigkeiten ändern. Da ist vielleicht hier mal ein Ventilator, da ist mal ein Hammer, da kommt vielleicht meine Kanone dazu, hier ist mein Fließband, was in eine andere Richtung geht. Also, es gibt nicht immer nur eine Version einer Map, sondern ganz, ganz, ganz viele. Und zum Beispiel auch auf der Map ist es nicht normal, dass sich hier diese kreisrunden Plattformen auf dem Boden bewegen, die natürlich... Oh! Das war ein Speedrun und der Typ erwischt nicht 24/7 die richtige Tür. Das ist enttäuschend. Das ist sehr, sehr, sehr enttäuschend. Aber auch hier wird jetzt, glaube ich, erstmal nicht so viel passieren. Ich werde in der Zeit meinen schönen Kaffee nehmen, Freunde. Wenn ihr Reaction Saturday guckt, nehmt euch ein Heißgetränk. Ganz wichtig, genießt Reaction Saturday nur mit einem Heißgetränk. Einem Kakao, einem Tee, einem Kaffee. Und im Sommer ist sogar ein Kaltgetränk erlaubt. Aber ohne Getränk habt ihr kein Recht, dieses Video zu schauen. So, die Map kommt auch sehr häufig. Warum ist er jetzt runtergefallen? War das bewusst? Hat er sich bewusst fallen lassen, weil er kurz vor dem Fallen noch den Checkpoint aktiviert hat? Ja! Man spart Zeit, wenn man da gegen die Wand klatscht, den Checkpoint aktiviert und dann runterfällt, weil man dann weiter vorne vom Respawn-System wieder rausgelassen wird. Und der Typ läuft hier einfach über diese kleinen Speichen in der Mitte. Oha! Das ist auch eine Map, die in letzter Zeit in meinen Games immer sehr, 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 sehr häufig vorkommt.
Aber da lernt man auch wieder was. Also ich werde auch mal versuchen, über die Speichen in der Mitte zu laufen, aber das sieht sehr, sehr crazy aus. Aber das mit dem Checkpoint Respawn, das will ich probieren. Das will ich legit ausprobieren. Ob das auch als Normalsterblicher im Bereich des Möglichen liegt. So, lässt er sich hier schleudern? Ja, das dachte ich mir schon fast. Oh mein Gott, wie er slidet. Wie er slidet. Geil. Die Plattform hat ihn perfekt an dem Hammer vorbei geworfen, dass er nicht von dem Hammer erwischt wird. Hier werde ich auch viel zu häufig von diesen Windrädern erwischt, was eigentlich total peinlich ist, weil sowas eigentlich nicht passieren sollte. Und wenn wir jetzt ein bisschen Glück haben, dann sehen wir jetzt wahrscheinlich einen perfekten Durchlauf durch die Mitte, ne? Genau, hier wurde mir auch gesagt, man soll sich ganz links platzieren und dann hechten. Genau, weil man dann eben nicht gleich weggeboxt wird. Da sind Strategien dabei, die man in seine eigenen Fall Guys Playthroughs mit aufnehmen kann. Das sind jetzt nicht so insane Super-Glitches, teilweise schon, wo man sich so denkt, okay, ich werde das in meinem Leben sowieso nicht hinbekommen, sondern das sind wirklich Strategien und Taktiken, die kann man übernehmen. Und diese Map, da muss ich jetzt ranten, da muss ich jetzt sauer werden, Freunde. Diese Map finde ich so geil. Sie ist so, so, so stark und sie ist einfach nie in meiner Map-Randomizer drin. Ich glaube, ich habe die einmal in, ich weiß, ich suchte das Spiel jetzt nicht, aber bestimmt in meinen 10 bis 15 Stunden Vollgeist, die ich in letzter Zeit gespielt habe, war, glaube ich, diese Map ein einziges Mal dabei. Die ist im Map-Pool. Es ist nicht so, dass sie nur im Winter kommt und so. Nein, die ist im Map-Pool drin. Aber aus irgendwelchen Gründen, sie kommt nicht. Sie kommt einfach nicht. Smooth. Ganz smooth gespielt. Schöner Durchlauf. Keine großen Glitches. Und diese Map meinte ich mit dem Hammer. Das habe ich auch erst lernen müssen, dass rechts und links unten sich ein Hammer befindet. Aber dieser Amogus-Skin, ja, genau das. Und das habe ich auch schon, ich glaube, einmal habe ich das hinbekommen. Das war ultra smooth. Das war einer der größten Skill-Momente meines Lebens. Richtig, richtig stark. Und die Map habe ich, glaube ich, auch noch nicht gespielt. Also wirklich, es gibt einige Maps, die ich einfach noch nie gezockt habe. So, die hechten hier perfekt durch die Mitte, kriegen dafür 5 Punkte. Boah, nee, die habe ich noch nicht gespielt. Das ist eine Map, wo man immer hier passend durchkommen muss, durch die Ringe und dann Punkte dafür bekommt. Oha, die habe ich noch nie gespielt. Aber ich meine, es sind auch nicht immer alle Maps, glaube ich, mit drin. Und diese Map, auch hier, selbe Taktik wieder, Freunde. Selbe Taktik wieder. Gegen die Wand bouncen, Checkpoint aktivieren und dann weiter vorne rausgesetzt werden. Ich weiß nicht, ob die das in der Zwischenzeit rausgepatcht haben. Ich meine, das muss ein relativ bekannter Skip-Glitch, was auch immer sein. Aber wenn das noch existiert, werde ich diese Taktik übernehmen. Das werde ich machen. Und da ist auch ein wunderschöner Hammer. Der war bei mir auch nicht. Der ist auch nicht immer drin. Wie gesagt, das Video ist, das können wir jetzt vielleicht mal ganz kurz nachschauen, mittlerweile schon ja, ein halbes Jahr alt, ein Tick mehr sogar, ein Dreivierteljahr fast. Also da sind in der Zwischenzeit mit Sicherheit einige Patches und ähnliches rausgekommen. Dementsprechend ist wahrscheinlich nicht mehr alles möglich, was wir hier sehen. Aber ohne Scheiß, ich glaube, ich muss jetzt zeitnah hier auf YouTube mal wieder einen fetten Fall Guys Stream machen, wo wir den ganzen Shit hier mal ausprobieren. Und ich glaube, auch die Map ist auch nicht mehr so drin, beziehungsweise ich habe sie auch noch nicht gespielt. Wie gesagt, ich bin kein Vollgeist-Profi. Also hier wird einiger Müll dabei sein, den ich erzähle. Das passiert in meinen Videos so, ne? Ich rede ab und zu Müll. Ich liebe es, wenn man von Hammer geschleudert wird. Und was, das war's schon? Nee. Was geht jetzt ab? Hallo? Okay, das war, glaube ich, das ist ein Livestream-Ausschnitt. Und die haben das wahrscheinlich aus dem Livestream übernommen. Oh, smoother Schlag direkt hier drauf. Natürlich kommt kein rosa Stachel von der Seite und schiebt ihn runter. Ey, super, super stark. Die Map habe ich auch schon häufiger gespielt, aber sind da wirklich immer Hämmer? Ich muss wirklich mal in meinen Playthroughs schauen. Also, hier sind immer überall Hämmer, womit die sich feuern lassen. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass in meinen Playthroughs da so viele Hämmer waren. Weil ich gucke schon eigentlich immer ganz gerne auf die Hämmer. Weil ich das immer, es ist immer so, es ist nicht mehr 50-50. Es ist wahrscheinlich so 40% Erfolg, 60% Misserfolg. Oh, hier schön mit den Plattformen nach oben springen, ja. Da an den Rand. Ganz stark. Ganz, 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 ganz stark. Na, aber ich will das auch ausprobieren. Also, immer wenn ich irgendwo einen Hammer sehe, probiere ich den Schlag eigentlich immer, weil es ist zu unterhaltsam. Ganz ehrlich, es ist einfach viel zu unterhaltsam. Hier auch immer schön mit Low Gravity. Mit Low Gravity lassen sich richtig gute Skips performen. Und hier, oh, er hüpft auf die Mitte des Hammers und hechtet hier hoch. Oha, wie präzise diese Sprünge einfach sein müssen. Damn, boy. Und mit dem Hammer ins Ziel. Aber die haben doch Hämmer rausgenommen. Ernsthaft, das könnt ihr mir doch nicht erzählen. Dass hier so viele Hämmer in diesen Maps sind, die ich alle nicht gesehen habe. Ich bin Hammer-Profi. Also, Freunde,
falls ihr Lust habt, demnächst einen Folgerstream hier zu sehen, also entweder mache ich morgen gleich einen hier auf YouTube oder nächsten Mittwoch, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da, weil ich bin wirklich ein bisschen vollgeistig geworden, muss ich zugeben. Dieses Game, seit es Free-to-Play ist und ich es jetzt auf meiner PS5 spielen kann, hat sich wirklich in mein Herz geschmiedet. Und diese Map habe ich, by the way, auch nur einmal in meinem Leben gespielt. Diese Map ist so schön und da kann man über die Plattform drüber hechten, wenn diese Boxhandschuhe nicht genau das machen, was einem gerade passt. Fun Fact, ich bin auf dieser Map Erster geworden in meinem ersten Playthrough und auch in meinem einzigen Playthrough. Sau stark. Okay, das merke ich mir, dass man per Hechtsprung über diese Plattform kommt. Also, ich glaube, man lernt hier wirklich viel Shit. Und da sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Oh nein, jetzt habe ich schon ein anderes Video gestartet. Moment. Wir lassen natürlich einen Daumen nach oben für den Supporter, Freunde. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das macht man, wenn man YouTuber unterstützen will. Auch dieses Video. Dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Aber wie gesagt, es gibt noch ein zweites Video, Guys. Und natürlich schauen wir herein, weil es gibt noch so viele Maps, deren Speedrun-Playthroughs wir jetzt noch nicht anschauen konnten. So, ich muss meinen Kaffee trinken, hier wird es wieder kalt. Obwohl, aha! Ich aktiviere jetzt meinen beheizbaren Tassenwärmer, Freunde, den ihr mir zur Verfügung gestellt habt. Vielen, vielen Dank dafür. Dann wird während einem Alter, ich komme nicht zum Kaffee trinken. Wie geil hat der sich bitte gerade da hochgefeuert? Nutzt hier die Anti-Gravity aus? Wahrscheinlich hier das gleiche wieder, oder? Ja, oh mein Gott. Okay, wenn man sich von der Seite treffen lässt. Smooth. Und dieser Soundtrack ist, by the way, ultra geil gewesen, den wir gerade gehört haben. Nein, ich trinke jetzt noch einen Sip. Und jetzt stelle ich die Tasse auf meinen Tassenwärmer und, was macht der Kollege hier? What the actual fuck? Der Typ hat noch kein einziges Mal den Boden berührt. Jetzt hat er den Boden berührt. What the fuck? No way. Oha. Falls ihr gerade Bauarbeitergeräusche hört, Freunde. Es wird seit Monaten vor meinem Haus gebaut. Und meine Nachbarn haben gerade auch aus irgendwelchen Gründen noch einen Umzugslaster vor der Tür stehen. Die haben, glaube ich, Möbel gekauft oder so. Es ist hier gerade einfach an einem Samstag Lärmkulisse auf Doom. Selbe Strategie, Freunde, wie immer. Hier wird der Checkpoint aktiviert, damit man weiter vorne rausgesetzt wird. Das würde mich wirklich interessieren, ob es noch geht. Wie gesagt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das mittlerweile rausgepatcht wurde. Dass der Checkpoint vielleicht einfach einen Meter nach hinten gesetzt wurde. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und hier ist noch ein Ventilator, okay. Als ob man mit dem so weit hochkommt. Perfekte Landung. Und was man sich auch merken kann, kurz vor der Landung den Hechtsprung machen. Dadurch kommt man nicht in diese Umfallanimation, wo die Bohne dann ewig lang braucht, um wieder aufzustehen. Sondern der Folger steht dann quasi ganz, ganz schnell wieder auf. Und diese Map ist einfach nur ehrenlos. Ich hasse sie. Mit 15 Leuten hier rumzuhüpfen, ist so schlimm. So, wir schauen uns jetzt an, ob wir hier irgendwas lernen können. Was mich vor allem so stresst ist, okay, natürlich, er nimmt den goldenen Ring mit, dass dauernd andere Bohnen auf mich draufhüpfen, ne? Und ich dadurch meinen Bounce verliere. Ja, okay, es ist einfach, er macht einfach nur perfektes Movement. Und sozusagen kommt die einfach immer perfekt durch die Goldringe. Ja, der macht das gut. Er macht das gut, das kann man jetzt nicht leugnen. Er spielt das smooth, die Map ist trotzdem scheiße. Brauchen wir nicht weiter drüber reden, Freunde. Mögt ihr die Map oder nicht? Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Bounce Through Hoops. Freunde, mögt ihr die Map? Hüpft durch Reifen. Schreibt es mir in die Kommentare. Die ist einfach nur Trash. Sie ist einfach nur Trash. Und was haben wir denn jetzt hier für klassische Musik? Wolfgang Amadeus Mozart spielt auch Fall Guys? Oha, vielleicht hat er sogar meinen Kanal abonniert. Das wäre ja mal krass. Mozart MC. Hier ist wieder ein Hammer. Natürlich ist hier ein Hammer. Klar. Und dadurch, natürlich landet er auch nach dem Hammer perfekt auf diesem Trampolin. Und ich liebe es auch, wie sie in diesen Speedruns einfach immer so auf diese super dünnen Zäune und Ränder hüpfen. Das ist wirklich ganz, ganz stark. Aber wo kommt diese Musik her? Warum ist das auf einmal so dramatisch? Ich mache doch hier nur ein Reaction Saturday. Samstagvormittag. Ich trinke ein Käffchen und was ist hier los? Jetzt macht dieser Affe auch noch Yoga. Oh. Wir haben dieselbe Map nochmal. Da bin ich jetzt gespannt, ob sich jetzt hier was ändert, weil wenn nicht, dann würde ich den Kollegen einfach skippen. Weil die Map haben wir jetzt definitiv schon gesehen. Ich glaube nicht, dass sich jetzt hier was ändert. Wir gucken nochmal. Also wie gesagt, was viele machen, was man hier auf jeden Fall auch lernen kann, komm, wir schauen uns an. Viele hüpfen, vor allem gerade in späteren Momenten, immer noch auf diese Zinnen, auf diese gelben Zinnen drauf.
um sozusagen nochmal ein bisschen an extra Höhe zu gewinnen. Okay, das hat der Kollege jetzt einfach in keinster Weise gebraucht. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, sind da diese Plattformen, die in der Mitte stehen, eigentlich immer random? Okay, kannst du deine Facecam vielleicht einfach noch ein bisschen größer machen? Ich erkenne deine Facecam nicht so gut. What the fuck, da war ein Hammer. Oh mein Gott! Ja, aber What vielleicht beim nächsten Mal die Cam noch ein bisschen größer machen. Das wäre sehr smooth. Auch die Map haben wir schon. Freunde, ich habe das Gefühl, dass jetzt hier sich das langsam ein bisschen doppelt. Hat hier etwa der Channel gewisse Speedruns neu gemacht? Egal. Diese Map ist mit einer der geilsten Maps aller Zeiten. Und jetzt lerne ich endlich den perfekten Weg. Also mir wurde immer gesagt, geh durch die Mitte. Oh mein Gott, oh mein Gott. Smooth. Immer, wie er aber auch immer perfekt hüpft und einfach... Also, er hüpft aber nicht immer. Es ist so geil. Ich liebe diese Map so sehr. Hier geht er nicht durch die Mitte. Der schnellste Weg ist nicht durch die Mitte, sondern auf den Zaun drauf. Das werde ich auf gar keinen Fall probieren, das sage ich euch. Wenn ich probiere, auf diesen Zaun drauf zu hüpfen, dann lande ich einfach sowas von dem Bogota und habe komplett verkackt. Lässt sich hier perfekt von dem Wind zwischen den Plattformen durchmogeln. Auch die Map habe ich nicht gespielt. Das sind mit Sicherheit einfach alles so Winter- und Christmas-Special-Maps. Oh, geil. Obwohl, nee, das ist diese Map, die ich schon mal gespielt habe. Aber die ändern sich auch immer. Ach, ich habe doch keine Ahnung, Freunde. Ich bin kein Vollgas-Suchti, ich mag das Spiel nur gern. Ich komme auf 15 bis 20 Spielstunden insgesamt. Da habe ich noch nicht das Recht, hier krass mitzureden. Was ist das für eine Map? Das ist dieses Bonbons und Verbrecher, oder wie das heißt, ne? Ah, lol. Der Speedrun quasi als, wie soll ich sagen, als Cop. Speedrun der. Die capturen einfach alle sieben, bevor die es schaffen, ein Bonbon einzusammeln. Oh Bruder, ganz belastende Runde. Ganz belastende Runde. Der hat nichts, der flüchtet einfach. Ja, das sind die schwierigen Momente. Okay, wir haben nochmal die Map. Der hat den goldenen Wolfskin, das sieht irgendwie sehr smooth aus. Der nimmt... Okay, die bouncen hier am Anfang ganz stark durch. Nee, er nimmt auch den Mittelweg. Also wie gesagt, einige Maps doppeln sich jetzt leider. Oh! Und das ist das beschissenste Finale aller Zeiten. Hands down, Freunde. Real Talk. Dieses Finale ist einfach nur Müll. Es ist einfach nur Müll. Du musst halt wirklich einfach nur Glück haben. Dieses Finale ist einfach nur Glück. Ja, Glückwunsch, Bruder, dass du das beschissenste Finale aller Zeiten gewonnen hast. Ich hasse dich dafür. Ich glaube, ich habe schon zwei oder drei Finals da verloren. Also ich komme nicht häufig ins Finale, aber zum Beispiel auf dieser Hexagon-Rolle, auf dieser Rolle, wo dann quasi immer diese verschiedenen Plattformen kommen, da bin ich schon einmal ganz knapp Zweiter geworden. Und auch allgemein auf diesen Hexagon-Maps, da bin ich nicht ganz gut, das ist falsch, aber da habe ich das Gefühl, dass ich ganz gute Chancen habe. Aber ansonsten Feierabend. So, hier lässt es sich immer perfekt von den Hämmern... Nee, lässt sich nicht perfekt von den Hämmern schleudern. Hier ist aber schon wieder einer. Sind die heute noch da? Nein, die sind noch nicht mehr da. Und das war's. Verdammte Kacke. Das war's. Okay, dann sage ich jetzt vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Ich verlinke euch hier oben noch einen Reaction Saturday, falls ihr Lust dazu habt. Und falls ihr noch sehen wollt, wie ich etwas rage, verlinke ich euch hier unten noch die Kaiser Breath of the Wild Folge von letztem Mal. Da habe ich in dem Ultra Rage Quit die Folge verlassen. Wenn ihr wissen wollt, warum, guckt es euch an. Danke, meine Kanalmember, und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Danke fürs Zuschauen, euer Hübi.